Auf den rund 200 Kilometern der Moststraße lässt sich eine Vielfalt an landschaftlicher, kultureller und kulinarischer Höhepunkte entdecken. Ein buntes Potpourri an regionalen Produkten werden produziert und serviert. Und das alles in höchst prämierter Qualität. Einerseits das Landhaus Stift Ardaker, zum vierten Mal mit einer Haube von Gomio ausgezeichnet. Eine sehr beständige, eine hervorragende Leistung, zu der man wirklich nur gratulieren kann. Dann der Kürbishof Metz aus Stadt Haag. Die Familie Metz lebt ganz einfach ihre Betriebsphilosophie, 150 verschiedene Kürbissorten, die am Hof produziert werden. Exzellente Produkte, wo sehr viel Herzblut dabei ist. Und das Wagihof-Rind aus Stadt Haag, die jungen drei Herren, die Rindfleisch, Beef auf höchster Qualität produzieren und es sehr bemerkenswert auch über Internet vermarkten und mit ihrer hohen und höchsten Qualität in relativ kurzer Zeit schon sehr vieles zustande gebracht haben. Drei tolle Betriebe, die wir heute so einmal ins öffentliche Licht gestellt haben. Jeder für sich, eine Klasse für sich. Aber es ist uns wichtig, von der Moststraße auch sie untereinander zu vernetzen, zu verbinden, sodass man überall im Mostviertel dann, wenn man zu einem Mitgliedsbetrieb der Moststraße kommt, auch von anderen Betrieben hier die Produkte verkosten kann, beziehungsweise dass sie verarbeitet werden. Und so treffen bodenständige Küche auf Kürbis und japanisches Rind. Die Vorspeise wird durch den Kürbisgeschmack getragen. Am Kürbishof Metz werden Speise-, Zier- und Ölkürbisse seit 1999 kultiviert und verarbeitet. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Speisekürbisse. So wie es, ich sage immer, wie es eine Erdbeerzeit, eine Spargelzeit, eine Wildzeit gibt, gibt es einfach jetzt auch die Kürbiszeit ganz fix im Speiseplan jeder Familie und auch der Gastronomie natürlich. Und über die Speisekürbisse hinaus gibt es bei uns auch den Ölkürbis. Aus den Kernen des Ölkürbisses wird ein ausgezeichnetes Kürbiskernöl gepresst. Wir verarbeiten die Kerne aber auch zu Knappereien, zu gesunden, zu einem ganz ausgezeichneten Kürbiskernpest und zu vielen weiteren feinen Sachen. Kreativ zu etwas ganz anderem zusammengefügt und angerichtet wurden die Zutaten Rind und Kürbis in der Küche des Landhaus Stift Ardaker, die nicht zuletzt durch Falstaff, Gomilio und durch à la carte ausgezeichnet wurden. Es ist immer eine Freude, wenn man eine Auszeichnung bekommt und dass wir sie bereits zum vierten Mal mit der Haube ausgezeichnet wurden, ehrt natürlich, aber in erster Linie ehrt es die Küche, weil die Haube ist ja die Auszeichnung für die Küchenmannschaft. Aber es freut sich das ganze Haus damit, der Service inbegriffen. Hilft ja nichts, wenn in der Küche tolle Küchenzubereitung gemacht wird und der Gast heraus erfährt es nicht. Also der Service ist genauso eingebunden. Also es macht Freude. Freude macht es auch, wenn ein junges Team innovativ ist. Florian Irksenmeier, Karl Peterseil und Patrick Fieringer züchten und vermarkten ein Rind, das nicht zu den traditionellen Rassen im Mostviertel zählt. Das japanische Kobe-Rind oder auch Wagyu-Rind genannt, das Fleisch in außergewöhnlicher Qualität liefert. Ja, mit Sicherheit, weil das Rind auch um einiges länger wächst wie ein normales Rind, wie ein herkömmliches Rind. Es braucht um die Hälfte länger. Natürlich spiegelt sich das dann auch in die Fütterungskosten wieder. Und wir haben, wie gesagt, was langsam wächst, wächst gut. Und so ziehen wir halt wirklich die beste Qualität. Wir haben jetzt zum Beispiel Bewegungsbaren Marmorierungsgrad von 8. Die normalen Rinder, die Simmentaler-Rinder, die sind so zwischen 1 und 3, ja. Und man sieht das auch gleich im Fleisch, die intermuskuläre Fettentlagerung, dass es halt ganz was Besonderes ist. Alle drei Betriebe sind Leaderbetriebe der Moststraße, bei denen das Motto des Qualifizierungsprojektes Gültigkeit hat. Lernen von den Besten.